Einst saß eine Mannschaft am Lagerfeuer und das Feuer ging aus. Yeah, 2K. Ihr seid die Besten, ihr habt doch WWE gemacht. Supermassive Games. Powered by Y-Speed 3 Unreal Engine. The Quarry. Und damit, was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Ernesto Valverde hier und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, auf Feel Gaming TV. Es wurde wieder Zeit. Es kam ein Spiel raus, was ähnlich ist wie Until Dawn, wie von der Dark Pictures, die ganzen Games, wo man Entscheidungen trifft, die die Story beeinflussen. Und jetzt kam The Quarry raus von 2K, die auch WWE, NBA und machen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das mit diesem Publisher wird. Supermassive Games ist auch mit am Start. Und es wird auf jeden Fall irgendeinen Ausflug geben von einer Klasse oder sowas. Und da werden verrückte Dinge passieren. Ich habe unnormal Bock auf dieses Let's Play. Viele haben mich schon gefragt, wann geht's los? Heute geht es los und ich werde es versuchen, jeden Tag zu bringen. Deswegen, Leute, lasst einen dicken Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf diese Let's Play-Reihe. Abonniert diesen Kanal, falls ihr neu seid. Kuss geht raus. Und eine Bitte noch am Anfang. Checkt das Video auf Feel FIFA aus. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Boah, das ist ja mal richtig geil. Die haben sogar einen Streamer-Modus. Das heißt, ich kann Musik, also es wird Musik abgespielt, die copyright-frei ist. Voll geil. Aber natürlich empfehlen die das mit lizenzierter Musik zu spielen, weil die, glaube ich, dann noch geiler ist. Aber geht leider nicht, Leute, sonst werden die Videos gesperrt. Deswegen machen wir den Streamer-Modus aktivieren. Wir starten so rein. Es geht los, Freunde. Boah, ich bin jetzt so gespannt, ne? Boah, das ist sogar mit PS5-Grafik und so alles. Es wird heftig, Leute. Es wird geil. Ich bin gespannt. Endlich wieder ein neues Let's Play. Ewan Ivagora. Oh, kein Empfang. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst. Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Ui! Was ist das denn? Oder was passiert hier? Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry. Oh, was ist das denn? Was hätte ich denn machen sollen? Sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen. Ich schwör, das haben die geil gemacht, Alter. Ja, es wird auf jeden Fall Richtung Horror auch gehen und so, ne? Wir werden uns auch Ach so, den linken Stick nach oben, ja, ich denke die ganze Zeit Kreis. Schlecht. Ah, jetzt habe ich es gerade gefangen. Danke. Einfach den linken Stick nach oben. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Ein Sommercamp. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Angespannte Situation hier schon mal. Der Schauspieler kommt mir irgendwo bekannt vor. Was ist da? Flyer nehmen, Karte nehmen. Ich würde die Karte nehmen. Wichtiger. Ich würde die Karte nehmen. Was für ein Flyer? Was ist Karte. Das? Ja, ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Wo fahren die da aber auch hey, hin, mitten Augen im auf Wald? Die Straße. Ah ja, muss ich was drücken? Was war das? Oh mein Gott, was sitzt da hinten?
Rechts. Aber geht ja schon mal gut los hier, Alter. Ich schwör bei Gott, da saß irgendwas am Rücksitz, Alter. Ich hab mich voll erschrocken. Irgend so ein Monster saß da gerade. Ey, scheiße, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Johanna, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ach du Scheiße, Digga. Oh oh. Ich lass die Kamera einfach jetzt an, Leute. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Na super. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Meinte, wir können jetzt sogar, jetzt können wir steuern. Heftig, Alter. Ist nicht so wild. Meine Mom killt mich. Jetzt mal die Augen auf die Straße gelassen. Wir wollen nur zum Sommercamp. Aber Bruder, wer holt, mietet denn sich ein Sommercamp irgendwo im Wald? Tutorial freigeschaltet, L1 zum Ansehen. Unterbrechen. Diese Tutorials sind echt der Knüller. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Ja, das wissen wir ja alles, das kennen wir ja, Leute, dass wir entscheiden manchmal können, wie sich die Story verändert. Besser, es zu lassen. Verstehe. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Schalt. Das wissen wir. Ich sag mal Chat. Ja, weiter können wir nicht hin. Wir sollen ja zum Kofferraum. Wir gucken ja trotzdem erstmal hier ein bisschen. Uns hier um. Das Sommercamp. Weißt du, ich weiß, hab richtige Until Dawn-Vibes, ne? Weil es jetzt auch wirklich so in einem Wald ist und so alles. Vielleicht finden die bestimmt mal so eine Hütte. Boah, stell dir mal vor, es kommen die Wendigos zurück, Alter. Boah, Until Dawn war schon damals echt krank. Okay, wir gehen jetzt mal hier. Herumschnüffeln. Doch, guck doch. Was ist das? Ich wäre auch so neugierig, ich hätte geguckt. Oha. Max. Es geht um eine Universität. Der wurde abgelehnt. Rejected. Universität oder so, der wurde abgelehnt. Ich handle so, wie ich in echt handeln würde. Ja. Ich würd auch rumschnüffeln. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Heizfeuers vor. Überall ist besser als hier. Oh nein, das müssen wir uns noch weiter bewegen. Hör auf, bitte. Was ist denn da? Nein. Mein Gott. Oh, da hinten ist jemand. Halt's Maul. Der Horror geht wieder los, Alter. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Bitte warte, ich würde warten. Du bestimmst dir nicht entgegenkommen, beeil dich. Nee, ich würde jetzt nicht sagen, du bestimmst dir nicht. Ich würde sagen, entgegenkommen, beeil dich aber bitte. Das würde ich sagen. Mein Gott, Max, beeil dich! Was ist denn los?
Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt. Ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Ist gut. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja, ja. Komm doch mit. Ja, der will jetzt alleine. Okay. Viel Glück mit der Karre. Oh nein, die trennen sich. Nein. Nacht. Bisschen hier umgucken, ganz entspannt. Was gibt es hier überall? Auf jeden Fall irgendwo in so einem Wald. Ich hasse auch, es in den Wald abends zu gehen, ne? Ich habe da wirklich so Angst vor. Ich hatte auch bei Harry Potter damals vor diesem verbotenen Wald richtig Angst gehabt. Was ist das denn? Der Narr? Trotarkarte? Ach, ist das sowas wie ein... Ah, okay. Es gibt so Karten, die man sammeln kann in dem Game. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit oder Leichtsinn und Risikofreude? Spontanität? Ihre Unbekümmerheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk, denk und tu dir nicht weh. Okay. Die Kamera gefällt mir nicht, dass sie von hinten so kommt. Okay, wir sehen hier überall ein paar Hinweise und so. Nein, 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 boah, ich krieg wieder Panik, Alter. Da waren wir doch gerade. Es ist voll komisch, wieder dieses Feeling hier mitten in der Nacht. Ihr könnt ja mal sagen, was ist euch lieber? Das Licht im Hintergrund an oder so aus? Was ist euch lieber, Leute? Müsst ihr mal sagen. Ist das denn so hell hier? Warte mal. Das denn, Alter? Harum Skarum Plakat. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile her zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesägt? Okay. Das ist Plakat, ne? Text einblenden. Umskarum, der spektakuläre Wanderzirkus, Wahrsagen und Wundersames, Mysterien und Magie, Entfesselungskunst und NG. Ach du Scheiße, Digga. Nicht gut, Leute. War endlich mal wieder so ein Game. Wie lange ist das her? Ist, glaube ich, auch schon wieder fast ein Jahr her, ne, als wir das andere Game gezockt haben. Wo wir da in der Wüste waren und so. Das war auch krass, unter der Erde und so. Das fand ich auch ein krasses Game. Also ich sag euch so, wie es ist, ne? Ich würde niemals hier so wie sie alleine rumlaufen. Niemals allein im Wald, Digga. Würde ich Panik kriegen. Paranoia würde ich kriegen. Da liegt dann auf einmal irgendeine Kiste, eine Schatzkiste. Was ist das denn? Eine Festungskunsttruhe. Eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehört es einem Entfestungskünstler, ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Ach du Scheiße. Okay. Es werden noch andere Leute und so kommen. Ich finde gut, wie das Spiel anfängt. Direkt, man ist mittendrin, finde ich. Was ist das für ein Riesenwald? Wie soll man sich denn hier alles angucken? Ich gehe jetzt mal hier rechts lang, guck hier. Was ist das denn hier? Was zur Hölle? Was ist das? Kaputter Käfig. Silas? Kaputter Käfig? Der kaputte Käfig wurde mit der Zeit vom Wald erobert. Sieht aus, als hätte sich hier ein Tier hintergelassen. Das Wolfskind. Irks. Echt merkwürdig. Diese Musik, Alter. Aber gleich wird irgendwie so ein Jumpscare kommen. Ich sehe schon kommen, Leute, Alter. Ich werde mich so erschrecken. Man spielt die ganze Zeit so voll unter Anspannung. Wisst ihr, was ich meine? Man denkt jeden Moment, es passiert irgendwas. So fühle ich mich hier gerade. Oh, hey! Digga, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, bei Gott. Ich hab's gewusst, da kommt jetzt irgendwas, Alter. Oh. Hör auf.
Ja, die wandert hier einfach rum, ne? Und denkt sich, ja, komm, ich lass den Kollegen mit dem Auto da zurück. Was geht hier ab, Mann? Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Also, zu zweit würde ich das machen, so, aber alleine, ich wüsste den Weg nicht mal mehr zurück. Wie weit die auch noch geht. Kommt die klar? Oh nein, oh nein. Vor allem nur mit ihrer Handylampe. Die Akku wird dabei. Oh Gott, was hat sie gesehen? Oh mein Gott! Was war... Jetzt muss ich das Safe irgendwas drücken. Quick-Time-Events. Quick, quick. Ein Quickie, komm. Ein Quickie. Der Ast. Runter. Das ist ja easy, das krieg ich gut hin. Ihr wisst doch, ich habe Reflexe wie sonst was, Leute. Woher soll sie den Weg wissen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Woher soll sie den Weg wissen? Oh, die findet den Weg zurück. Hey, hey, was war? Was war? Bist du okay? Sprich mit mir, was ist? Was ist los? Da draußen ist was. Irgendwas. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte... Hase, 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 atmen. Es ist okay im Wald, da ist viel unterwegs. Die Tiere, da erschreckt man sich schon mal. Nein. Können wir weg hier, bitte? Ja, 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 los geht's. Okay. Junge. Hey, ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Ja, haben wir Angst. Ah, nein, jetzt sag ich nicht. Die hängen jetzt im Schlamm da fest. Ich, okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max. Aber das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach, ich will uns nur hier rausbringen. Hey, das reicht. Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay, ist okay. Wir hängen im Schlamm fest. Was soll er denn machen? Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Oh mein Gott. Okay. Scheiße, Mark. Fuck. Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Mhm. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Weg gewählt. Ach, ja, Der Wagen scherte aus, ehrlich, etwas ist vors Auto gesprungen. Also ich würde... Ah, jetzt können wir... Der Wagen scherte aus. Ich glaube, ich würde da nicht ehrlich sein, weil dann wird er zu viele Fragen stellen. Er wird dann fragen, ja, habt ihr einen Menschen umgebracht? Was ist passiert? Lass uns dort zurückgehen. Er wird zu viele Fragen stellen. Aber kann auch sein, dass er die Person gesehen hat auf dem Weg. Ja, manchmal ist ehrlich sein am besten, aber... Der Wagen scherte aus. Ob der Wagen einfach so ausschert, wage ich zu bezweifeln. Ich würde sagen, etwas ist vors Auto gesprungen. Ich würde hier die ehrliche Variante nehmen. Wir, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Der Typ macht mir Angst, Alter. Unehrlich, ein Tier. Es ist so dunkel. Ja, man konnte es nicht erkennen. Ich würde sagen, ein Tier ist vors Auto gesprungen. Was soll sonst dann nachts rumspringen? Weil er stellt sonst so komische Fragen und denkt, wir sind auf Drogen und bilden uns irgendwas ein. Ein Tier. Ein Tier vermutlich. Ja, ja. Es war irgendein Tier. Es war so fix und... Ja. Vermutlich war es ein Reh. Was hat der denn da? Weg gewählt? Sir? Der Kopf wirkt unsicher. Mutter laufen lassen.
Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Cop? Ehrlich? Ich weiß nicht, das ist mein erster Cop. Verdammt, hast du jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Ah, der hilft uns. Das ist korrekt. Irgendwas ist hier faul, Alter. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Wir fahren zum Camp. Hä? Was daran verwerflich? Wir fahren einfach zum Camp, sind nachts losgefahren, weniger Verkehr. Wir fahren zum Camp. Wir fahren zum Hackett's Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Was hat er am Hals? Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Warum? Harbinger Motel. Ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Oh mein Gott. Habt ihr die Zähne von dem gesehen oder war ich gerade blöd? Der hat gerade wie ein Vampir geguckt. Ich würde sagen, wir fahren zum Motel, aber wir fahren nicht dahin, wir fahren trotzdem zu dem Event. Weil wenn wir jetzt noch so drauf rumhacken, dann wird es noch schlimmer, die Situation. Hier muss man einfach jetzt ausweichen, das Gespräch. Wir fahren zum Motel. Okay, fein. Ja, wir fahren zum Motel. Verstanden. Da ist nur ein kleines Problem. Ich habe hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Ja, fahr bitte einfach. Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Der wirkt so komisch. Mein Gott, ich wäre einfach weggefahren. Geht klar. Sie bleiben im Wagen. Warum? Schon okay. Kein Ding. Mach das nicht. Okay. So, wir sind ungefähr hier. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich... Digga, mein Controller geht aus. Ich fass es nicht. Es geht wieder los, ist wieder typisch bei mir. Controller geht aus. Boah, hab ich gerade erschrocken. Warte mal, zack. Weiter. Sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen. Gleich am Morgen. Ja, dem Typen stimmt irgendwas nicht. Der hat vorhin wie ein Vampir geguckt, Alter. Ich bin doch nicht blöd. Oder halluziniere ich schon hier? Guck mal, wie der guckt. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Schlaglöchern ausweichen. Sollen wir nicht eine aussagen? Gute Nacht. Boah, wenn ich so einen begegnen würde, ich würde glaube ich umdrehen. Ich würde drauf scheißen, ich würde abhauen. Wie hat er uns überhaupt gefunden? Ganz komisch. Will ich jetzt auch sofort mit dem schon längst reden. Redet. Ich will entscheiden. Wieso sitzt der Kerl noch da? Erleichtert. Der Kerl war unheimlich, ja. Unheimlich. Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... Was? Blut?
Der fährt weiter. Netzi, kennenzulernen. Digga, fahr doch weiter. Halt deine Fresse und fahr weiter, du Vollidiot. Digga, fahr! Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Sehe ich genauso. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, nee. Das klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ich hätte sehen, wie alt die sind. Ich würde so sagen 24. Diskutabel. Freundchen. 24. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Junge, Alter, was ein Start, ey. Hackett's Quarry Summer Camp, da ist es doch. Oder Digga, das sieht aus wie das Haus von Until Dawn. Ich schwör auf alles. Wirklich. 0.26 Uhr, 25. Juni, Laura. Hackett's Quarry Summer Camp. Das glaub ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Beweg dich, okay. Aber dieser Kopf, ey, also ich würde schon längst zurückdrehen, ne? Ich hätte auch gar keinen Bock auf so ein riesiges, verlassenes Grundstück, so ein Haus mitten im Wald, wo keiner ist. Ich würde Panik kriegen, also ich feiere solche Urlaube nicht. So, oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, was ist das für eine scheiß Kameraperspektive? Der Wagen. Da ist doch Licht an, oder bin ich dumm? Klopf. Ist irgendwer daheim? Ich mag solche verlassenen Häuser nicht, ey. Im Wald. Verdammt. So einbrechen würde ich jetzt aber nicht. Warum ist denn da jetzt auf einmal Licht an? War das gerade auch, ey? Leute, ich drehe schon selber hier gerade durch. Er wird schon tags? Guck mal, wie hell das da ist. Was ist das denn? Komplett hell alles. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Drinnen ist dunkel. Aber vielleicht können wir mal im Fenster. Oder ist das Licht von dem Wagen? Aber ne, es wird dann ganz anders aussehen eigentlich. Oder? Normalerweise. Wir gehen jetzt nochmal hier vorbei. Ist das eine Spiegelung? Ich weiß es. Digga. Ey, diese Kamera ist echt ekelhaft von drinnen einfach. Jetzt muss da einfach nur irgendwas kommen. Wir gehen mal jetzt nochmal runter hier. Wollen wir ein bisschen schneller gehen? Mit L1 kann man schneller gehen. Okay. Erstmal wieder gewöhnen an diese Steuerung hier. Ach, da hinten ist auch noch ein Eingang. Alter, was ist das für ein riesiges Haus? Sommercamp, Alter. Sieht das hier einfach aus wie irgendwo im Winter in so einem Wald, wo nichts ist. Wartet einfach im Auto alleine. Ist das dein Ernst? Komm doch mal mit raus. Hey, fahren wir los? Nein. Wollen wir da denn hinfahren? Will er jetzt dieses Motel hinfahren oder was? Mal ein bisschen hier. Hört ihr das? Ist das irgendwie ein Baby oder irgendwas? Musik macht mir Angst. Leute, ihr wisst, ich bin so ein Schisser.
Jetzt bloß nicht da einbrechen oder sowas, bitte nicht. Da würde ich auch nicht reingehen, in den Keller, ey. Was ist das da für ein Esel? Oh mein. Hey, ist alles okay? Bin gleich zurück. Ich hole kurz Hilfe. Was war das denn für... Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Stimmt, Mr. Hackett, Alter, das war hey, irgendeiner. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Ist er abgehauen? Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Hammer nehmen. Schraubenschlüssel nehmen. Also ich würde eher den Schraubenschlüssel nehmen und versuchen, ich weiß nicht, ob da eine Kette war, die so aufzumachen, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Sicher? Ja, das war online. Resigniert, Hammerzeit. Ja, zuversichtlich. Ja, das war online. Ich habe selber damit keine Ahnung. Aha, Ernesto weiß doch Bescheid. Soll ich helfen? Jetzt würde ich mal gerne wissen, ob das mit dem Hammer auch gegangen wäre. Ja? Die brechen da einfach ein, das ist ja echt verrückt. Nein, jetzt geht's da runter. Taschenlampe an und runter geht's. Und das nennt sich Sommercamp, Leute. Das sind die aktuellen du Sommercamps. Kennst du Evil Dead, oder? Hallo? Alter, was sind Sie hier? Existieren Sie? Existieren Sie? Ein Keller größer als mein ganzes Haus, weil ich demnächst baue. Was ist das denn? Pass bloß auf. Ja, und der chillt sich da wieder und dreht. Was ist das denn da runtergefallen? Wie verlassen und riesig das hier ist. Guck mal, was das jetzt da war für eine Hundeleine. Was war das? Iron? Blutiges Halsband. Dieses blutige Halsband ist zu groß für einen Hund und wer würde seinen Hund schon Iron nennen? Ach, oh mein Gott. Max? Was zur Hölle war das denn? Irgendwas ist da. Ah, super. Wir vorsichtig umgucken. Ja, wir gehen mal hier lang, würde ich sagen. Gucken wir mal hier erstmal. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein. Ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Oh! Max? Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Max! Ich blute. Hilfe. Hilfe. Ich
bitte mir helfen, Digga. Du kannst dich nicht zurücklassen. Ich würde dir niemals zurücklassen, wenn das nur mein Freund wäre. Dann kann man nicht. Nein, helfen. Hilf ihm. Kannst du ihn doch nicht hier zurücklassen. Was passiert hier? Ist der Polizist? Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Digga, was geht hier ab, verdammte Scheiße, ey? Was zur Hölle geht hier ab, Leute? Nee, so diese Musik dazu, Alter, das... Das war, glaube ich, das Intro vom Spiel. Ganz verrückt, was hier abging. Ganz, ganz verrückte Sachen, die hier passiert sind, Leute. Was ist das für ein Mond? The Quarry. Ehrlich verrückt, was hier passiert. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Leute. Und ja, Freunde. Genau an dieser Stelle machen wir bei der nächsten Folge weiter. Also ich bin sehr verwirrt, was hier in der ersten Folge passiert ist. Richtig krank, was hier abging. Lasst einen dicken Daumen nach oben da und denkt auf jeden Fall auch dran, das Video auf viel FIFA auszuchecken. Ich kann es dir hier nochmal sagen, ich habe mich von Janina getrennt. Und das Video dazu findet ihr auf dem viel FIFA-Kanal, deswegen checkt das gerne aus. Lasst einen Daumen nach oben da. Morgen wird es weitergehen mit der nächsten Folge. Ich denke mal, ich werde das Ganze täglich bringen, aber die Folgen dann immer so 25 Minuten ungefähr halten. Die erste habe ich jetzt ein bisschen länger gehalten, damit ihr mal ein bisschen sehen könnt, wie das Game so ist. Und ja, wir haben das Intro durchbekommen, machen dann bei der nächsten Folge weiter. Und ich bin gespannt, was uns hier auf diesem Camp erwarten wird, Leute. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, checkt Instagram, checkt viel FIFA aus. Und dann würde ich sagen, Ernesto Valverde ist raus. Haut rein. Ciao.